Hey, es ist wieder soweit für dein Tagesenergie-Kartenreading hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht es um Mittwoch, den 18. Mai 2022, oder rund um dieses Datum. Wenn immer du dieses Video auch findest, ist es auch genau richtig. Egal, was für ein Datum das ist, es gibt ja keine Zufälle in diesem Leben. Lass uns doch mal reinschauen, was die Karten dir für diesen Tag oder rund um diesen Tag mit auf den Weg geben wollen, was so das Thema, das Motto ist, was sie uns erzählen wollen. Die hatten wir ja schon mal gehabt. Und denke aber auch immer dran, es ist am Ende immer noch ein allgemeines Reading. Also schnapp dir die Informationen, die für dich relevant sind. Und alle anderen schnappst du dir halt einfach nicht, ne? Ist nicht immer alles für jeden gemacht. Manchmal ist es ein magischer Satz, manchmal ist es das ganze Reading, manchmal ist es nichts davon. Guck einfach, was es bei dir ist. Na, so richtig wollen die hier nicht. Jetzt. Warum fallen die eigentlich immer runter? Moment. So. Okay. Also, wir haben hier so, also die eine Karte, irgendwie Hinterhältigkeit, Verrat. Und die andere, answering the call, the time is now. Also in irgendeinem Lebensbereich scheinen die Dinge nicht mehr so zu laufen, wie es dir gefällt. Also es muss jetzt nicht unbedingt was mit Verrat zu tun haben, dass jetzt jemand, wie auf diesem Bild, wirklich gegen dich agiert. Kann natürlich sein. Ja, also dass da irgendwie dir wird was versprochen, aber hintenrum wird es anders abgesprochen, oder die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Nach vorne rum sind sie alle nett, nach hinten rum sind sie alle doof, hauen dir das Messer an den Rücken rein. Kann auch partnerschaftlich, Lug, Betrug, was auch immer sein. Ja, aber hauptsächlich haben wir es hier schon eher im Business-Kontext. Das sehen wir auch auf der Karte. Ich will nur sagen, ne, es gibt so im Großen Ganzen. Es kann auch sein, dass du selber nicht treu zu dir bist, ja, dass du selber gemein zu dir bist, indem du irgendwelche Angewohnheiten an den Tag legst, von denen du weißt, dass die nicht gut für dich sind, aber du machst sie halt trotzdem, ja. Also so Verrat an sich selbst, das kann auch damit gemeint sein. Aber jetzt auch im Hinblick auf answering the call, the time is now, geht es darum, dich aus dieser Zeit, aus dieser Phase, in der du steckst, zu befreien. Und die Karte sagt fast so ein bisschen, wie viele Hinweise brauchst du denn noch, dass doof ist und dass du es sein lassen solltest? Und auch hier, ne, guck mal, welcher Lebensbereich das für dich gemeint sein kann, dass es an der Zeit ist, etwas hinter dir zu lassen und aufzubrechen zu neuen Ufern. Was jetzt nicht heißt, dass du übereilt irgendwas irgendwo aufbrechen musst, aber zumindest mal in die Planung gehen. Wie würde ich mich dann anders besser wohlfühlen können, und welche Schritte braucht es, damit ich da ankommen kann? Und wie gesagt, das kann auch was sein, was gar nichts mit anderen zu tun hat, was eben was mit dir selbst zu tun hat, wo du selbst nicht fein mit dir bist, ja, wo du vielleicht selbst über deine eigenen Grenzen hinausgehst, dich selbst nicht an die Verabredungen hältst, die du mit dir selber mal ausgemacht hattest. Eigentlich wollte ich ja immer, weiß ich nicht, eine Stunde eher ins Bett gehen abends, joggen gehen, mich einmal in der Woche mit einer Freundin treffen, ein Buch lesen in der Woche, was auch immer. Und du machst es aber nicht. Ja, weniger Fernsehen, weniger Computerspiele, weniger, I don't know. Ja, also so eine Geschichte kann es auch sein. Fakt ist, diese Hummeln im Hintern, diese Aufbruchsstimmung, die scheint jetzt nicht ganz neu zu sein. Die scheint schon da zu sein aufgrund dieser Umstände, in denen du hier steckst. Und jetzt ist eben wirklich dieser Zeitpunkt zu sagen, wie lange willst du es denn noch aushalten? Wie lange willst du denn dann noch mitmachen? Es ist jetzt wirklich an der Zeit, die ja, Nägel mit Köpfen zu machen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Ne? Man kann das also in Ruhe planen, muss es nicht gleich morgen anders machen, aber zeitnah. Zeitnah wäre ganz gut. So. Was auch immer das für dich bedeutet, guck da mal rein. Vielleicht reicht dir das an Informationen. Vielleicht sagst du schon, oh mein Gott, jetzt sagen die Karten das auch noch. Okay, dann muss wohl was dran sein. Wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht für dich gemacht. Vielleicht holt es dich auch gerade gar nicht ab. Oder auch erst im Laufe des Tages, wer weiß. Aber wir schauen jetzt mal mit dem Tarot noch mal ein bisschen genauer rein, worum es gehen könnte, was die Karten dir raten oder was dich auch abhält, diese Schritte zu gehen. So, ich mache mal runter, dann siehst du sie hier noch liegen. Ich könnte ja auch meine Decks hier mal, die ich gerade benutzt habe, weglegen, denn. So, siehst du sie vielleicht noch ein bisschen besser, und dann gucken wir mal rein, was wir hier noch an Botschaft haben. Aber es geht schon wirklich darum, so einen inneren Ruf, den du vielleicht schon eine Weile wahrnimmst, jetzt doch lauter Gehör zu schenken, weil du in irgendeiner vielleicht auch toxischen Geschichte drin hängst, toxisches Arbeitsverhältnis, toxische Partnerschaft, toxisches, vielleicht auch Umfeld generell. Ja, also vielleicht fühlst du dich auch in deinen vier Wänden nicht mehr wohl, vielleicht ist da auch, ja, weiß ich nicht, Schimmelbefall oder sowas, das kann ja auch sein.
Ja, das kann man wirklich im weitesten Sinne deuten. Aber was haben wir denn hier noch zu diesem Thema? Was sollen wir denn hier noch wissen? Ja, der Teufel. Es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Also vielleicht kommt der Teufel auch daher und verführt dich. So, was meine ich damit? Also sagen wir mal, unglücklich auf der Arbeit kann ja sein. Ne? Und jetzt kommt der Teufel daher und sagt, aber wenn ich dir mehr Geld geben würde, Und es kann ja sein, dass das zu einer Versuchung führt. Die Frage ist halt, wird es dich langfristig glücklicher machen oder geht es nicht um generell die Arbeitsumgebung? Ne? Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder dieses, eine Stunde eher aufstehen, um mehr Zeit für dich zu haben, heißt vielleicht auch abends eher ins Bett zu gehen, damit du diesen Schlaf ausgleichst. Und der Teufel kommt daher und sagt, ach, noch eine Serie, na komm, noch ein Stückchen Schokolade, na komm. Ja, also das ist schwer, da rauszukommen, weil es irgendwas gibt, was eben auch für diese ganze Situation spricht. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist halt der Teufel, es ist halt ein Verführer. Und es ist leicht, dieser Verführung nachzugeben. Aber Fakt ist, sich darüber zu erheben und zu sagen, nee, wenn ich wirklich zu mir stehe, dann muss ich diesem Teufel die Stirn bieten und die Sachen anders machen. Für mich einstehen, für mich selber kämpfen, für mich Entscheidungen treffen, damit da auch emotional wieder eine Ruhe reinkommt. Also offensichtlich ist da schon auch innerer Aufruhr in dir, vielleicht auch schlaflose Nächte, vielleicht auch wirklich Sorgen machen. Vielleicht ist der Teufel auch wirklich dieser Verführer, weil es eine Sicherheit vorgaukelt von, ja, aber wenn ich hier bleibe, dann weiß ich ja, was ich habe. Da weiß ich schon, wie es mir dann geht. Halt nicht gut, aber bestimmte Dinge sind halt abgesichert. Und die Königin der Kelche kommt halt und sagt, ja, genau darum geht's. Aber wie lange geht das auf die Dauer gut? Und gut geht's halt, wenn du hier dann wirklich in die Pötte kommst und deine nächsten Schritte planst, die definitiv in eine andere Richtung gehen als die, in der du jetzt unterwegs bist. Und dann kommt auch eine Leichtigkeit zurück. Ja, also was wir ja hier auch angedeutet haben, wenn du für dich einstehst, kommt eine Leichtigkeit zurück. Hier ist irgendwie noch gar nichts leicht. Und es sieht auch aus, als wäre dieser Weggang mehr ein Weg von und kein Hinzu. Also wirklich mehr so ein, ich habe noch gar keinen Plan B, aber ich muss da trotzdem raus, dass du da schon so eine Dringlichkeit verspürst. Und die Karten sagen dir, drei der Stäbe, es muss jetzt nicht überstürzt sein. Es muss jetzt nicht gleich heute Morgen zu einer lebensverändernden Entscheidung kommen. Aber innerlich solltest du sie treffen und dann die Schritte vorbereiten, dich vorbereiten, um sie dann auch zu gehen. Also wir sehen ja hier unsere Surferbraut, die geht ja auch nicht von heute auf morgen auf die größte Welle. Die ist ja schon vorbereitet, die hat ein gutes Brett, die hat geübt und dann geht sie los. Und deswegen, es muss jetzt nicht übereilt sein, aber es sollte eine Konsequenz stattfinden offensichtlich, die dir eben, wie gesagt, auch Erleichterung bringt. Und dass das so ist, das spürst du, der Turm über Kopf, Hohepriesterin. Es ist wirklich mit ein bisschen Dramatik. Also irgendwas ist da in dir was oder in deinem Leben, was nicht mehr, vielleicht auch nie wirklich gepasst hat, aber man konnte darüber hinwegsehen. Aber jetzt wird deine Intuition, ja, Hohepriesterin, Intuition jetzt auch in unserer Vollmondphase, Merkur rückläufig und so weiter, immer lauter und du weißt, dass das, was da zerbrochen ist in dir, vielleicht auch an Vertrauen, ist schon länger zerbrochen. Und jetzt geht es wirklich darum, hinzuschauen, Konsequenzen walten zu lassen und in die Heilung zu gehen. Bisher konntest du es immer noch gut unterdrücken, weil vielleicht die Vorteile, die Sicherheitsvorteile überwogen haben, ja, Teufel. Aber irgendwie scheinst du jetzt, wenn du ehrlich einen Blick in den Spiegel wagst, das nicht mehr von der Hand weisen zu können, dass da irgendwas unrund läuft und dass es an der Zeit ist, da in eine Heilung zu kommen, also wieder zur Ruhe zu kommen, wie indem du halt Konsequenzen walten lässt, die dich dann wieder einladen, in die Ruhe zu gehen. Ja, und die Kopfschmerzen hören dann auch irgendwann auf, die schlaflosen Nächte hören dann auch irgendwann wieder auf, aber noch ist es doof. Und da geht es jetzt wirklich darum, ja, wie gesagt, du wirst selber wissen, welcher Lebensbereich es ist. So, die Karten sind auserzählt. Ich glaube, die Botschaft ist eindeutig, weißt du, was zu tun ist. Und wie gesagt, ne, muss jetzt nicht von jetzt auf gleich sein, aber es sollte zeitnah demnächst passieren. Puh.
Kommen wir mal zu deiner eigenen persönlichen Frage, was auch immer das Thema ist, mit dem du dich beschäftigst. Vielleicht genau dieses hier, vielleicht aber auch was ganz, ganz anderes. Du hast eine ganz andere Frage. Vielleicht hat auch das ganze Reading dich gerade nicht abgeholt, aber die Karte ist es jetzt. Also überleg mal, was du für eine Frage hast, was für ein Thema du gerade ja, so mit dir rumträgst. Und die nächste Karte, die kommt, ist dann genau die Antwort darauf. Und da haben wir sie auch schon, die sagt Baby Steps, ja, mach kleine Schritte. Mach kleine Schritte, auch wenn du, ne, wenn du ein Kind siehst, wie es laufen lernt. Ne? Die plumpsen hin, die stehen wieder auf, die plumpsen hin, die stehen wieder auf, die machen weiter. Das ist nicht schlimm, aber in kleinen Schritten, wenn ich jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen besser, ein bisschen besser. Also auch hier, es muss jetzt nicht 7 Meilenstiefeln sein, sofort muss alles klappen, aber in kleinen Schritten solltest du, was auch immer du jetzt angehst, einfach langsam vorangehen, weiter vorangehen und darauf vertrauen, dass das Ganze schon werden wird, wenn du kontinuierlich dranbleibst, konsequent dranbleiben. Ist ja auch das Zauberwort bei Babyschritten, ne? Und abschließend haben wir noch für dich, you will climb that mountain and then the next, which will bring great joy. Ist ja auch nochmal Baby-Steps, ne? Ist ja im Grunde genau das Gleiche. Du wirst den Berg erklimmen und auch den nächsten. Und das wird dir auf dem Weg große Freude bereiten. Also es lohnt sich auch hier in diesem Aufbruch zu gehen, auf jeden Fall. Okay, krasse Botschaft. Ich wünsche uns allen einen, ja, hinschauenden Tag und freue mich natürlich wie immer, wenn du in den Kommentaren auch mit mir teilst, inwiefern das Kartenreading dich abgeholt hat, ob dir auch meine Kartendecks gefallen, die ich hier so benutze. Lass mir ein Gefällt mir da, abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und dann bis zum nächsten Mal hier, deine Denise.